Die heutige Schweiz ist eine ausgehöhlte Wohlstandsgesellschaft. Sie ist nicht ideologiefrei, wie man uns vortäuscht, sondern wird von neoliberalen Thinktanks beherrscht. Der neoliberale Kapitalismus ist ein unsichtbarer Feind. Wir müssen darum aufhören, uns den Kapitalismus als ein existierendes großes Etwas vorzustellen. Denn er ist kein großes Etwas, sondern eher ein großes Nichts. Er ist eine einzige offene Frage, eine Lücke, ein Vakuum. Ein Loch, das sich immer tiefer in uns einfrisst. Man kann ein Vakuum leider nicht zerstören, sondern nur füllen mit Alternativen. Leere und Chaos müssen vom Menschen überwunden werden. Der Kapitalismus dreht sich im Kreis und befriedigt unser Sinnstreben nicht. Es braucht einen neuen Eid, von unten herauf, um eine richtige Rätedemokratie zu errichten. Das Bundeshaus muss ebenerdig gebaut werden, damit sich nie mehr jemand über jemand anderen stellen kann. Das politische Spektrum ist keine Gerade, auf der es ein Links und Rechts gibt, sondern ist ein Möbiusband, aber das verschweigt man. Und genau so fängt man uns in der Polarität, die wir eigentlich überwinden müssten. Identitätskarten sind eine Verarschung, denn das Individuum hat gar keine Identität. Es gibt keine Identität. Persönlichkeit ist eine Illusion. Persönlichkeit entsteht erst durch Eigentum, sie ist ein bürgerlicher Trick. Es sind falsche Erinnerungen an unser Leben, die sie uns in den Kopf gesetzt haben, um das Gemeinschaftsbewusstsein aufzuspalten. Wir sind in Wirklichkeit alle nur verschiedene Blüten von ein und derselben Pflanze. Gott ist das Bewusstsein dieser Gesamtseele. Das Bewusstsein ist es ja überhaupt erst, das uns so verbissen nach einem Gott suchen lässt, aber die Suche führt im Kreis, weil wir immer etwas außerhalb suchen. Aber es ist das Bewusstsein selbst. Depression ist keine Illusion. Immer weniger Menschen können die innere Logik unserer Erstweltländer glauben, eine brutale Nichtlogik auf Kosten anderer. Afrika ist psychisch der Schatten der Erde, somit sind das, was wir Depressionen nennen, eigentlich nichts anderes als latente Schuldgefühle gegenüber der dritten Welt. Es braucht eine globale Psychotherapie, um den Schatten zu klären und die Welt wieder in Einklang und damit auch unsere Seele wieder in ein Gleichgewicht bringen zu können. Aber wir tun nichts und sitzen satt und gut gekleidet da, während wir die restliche Welt im Elend versinken lassen. Wie können wir bloß so grausam sein? Ganz einfach, wir sehen es nicht. Das weltweite Elend wird nämlich verdeckt von einer Mauer. Eine Wand wird uns vor den Kopf gemauert, und Bilder werden darauf projiziert. Postmodern, hyperreal und relativistisch, es ist ein scheinunbewusstes, das zunehmend das richtige Unbewusste überdeckt, wodurch die Menschen immer weniger Zugang zu ihren Träumen haben, zu Kreativität, Intuition und Gewissen. Wir sind abgeschnitten von uns selbst, um zu verhindern, dass die Menschheit sich selbst erkennt. Zerstreut man die Menschen und lenkt sie von der Realität ab. Eine postmoderne Wand wird also aufgebaut, um unsere Sinne zu vernebeln. Beherrschen die Maurer nun die scheinunbewusste Wand, so beherrschen sie die Welt, womit der Postmodernismus ein sehr effektives Instrument zur Gedankenkontrolle ist. Aufgabe des heutigen Revolutionärs ist es darum, ein Loch zu reißen in diese postmoderne Illusion. Wenn ich heute nicht bekämpfe, was mich kaputt macht, wird sich morgen einer in genau meiner Situation wiederfinden.
Darum existiert auch die Reinkarnation. Es ist die Wiederkehr des Ewiggleichen. Und darum muss das Leben so eingerichtet werden, dass auch der Einzelne es 1000 Jahre zu leben bereit wäre.